Heute gibt es ein neues Video von mir hier. Ja, und zwar geht es heute mal um was Ernsteres, um eine Krankheit. Glücklicherweise ist der Krankheitsverlauf gut erforscht, sodass es mittlerweile zahlreiche erprobte Methoden gibt, um die Langeweile zu bekämpfen. Yeah! Also, ja, man denkt, man ist zu Hause immer sicher vor allem und dann, bäm, schlägt sie zu, weil auch vor den scheinbar sicheren vier Wänden macht die Langeweile keinen Halt. Was man also dagegen tun kann, ich sag es dir bei meinem Video. Fünf Tipps gegen Langeweile. Everything about you, don't wanna be in love with you no more. Don't wanna be around you, touch you, you don't ever wanna see you come around my door. Don't ever try to touch me again. I loved you so much, oh baby, but then, oh. Decided that you wanted in your life more. Made your bed, now lie in it and don't wait. Die Chance zu sterben, indem man aus dem Bett fällt, liegt bei 1 zu 2 Millionen. Also, das ist schon ziemlich viel. Und ihr müsst dann auch keine Angst haben, wenn ihr jetzt auf dem Hochbett liegt und dann da Typ runterfällt, dass ihr dann plötzlich tot seid oder so. Keine Panik, alles in Ordnung. So, und das Zweite, dass ein Schmetterling 12.000 Augen hat. Überlegt euch das mal, 12.000, wie viel das ist. Das wäre ja so, als hätte ich hier und da und hier überall Augen. Und ja, das ist echt krass irgendwie. Und das nächste, was ich sehr, sehr interessant finde, dass im Amazonas, da gibt es rosane Delfine. Könnt ihr mal googeln unter Bilder und da findet ihr ein paar Bilder mit rosanen Delfinen und ich finde es echt toll irgendwie. Ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt. Das ist echt krass. Dass eine Ameise genauso gut riecht wie ein Hund. Das ist echt krass, weil ein Hund, der riecht ja schon sehr gut. Der kann Menschen unter Lawinen aufspüren, der kann Menschen unter Trümmern aufspüren, der spürt Drogen auf. Und stellt euch mal vor, irgendwann gibt es gar keine Spürhunde mehr, sondern nur noch Spürameisen. Das wäre eine Vorstellung, hey. Ja, und das nächste wusste ich jetzt auch noch nicht, dass Schmetterlinge den Geschmackssinn in den Füßen haben. Also das finde ich dann auch schon irgendwie krass, dass die mit den Füßen schmecken irgendwie. Also stell dich mal vor, ihr müsstet jetzt euer Essen auf den Boden legen und dann da drüber laufen, dass ihr es schmecken könnt. Das wäre ja schon ein bisschen crazy.